Hallo Welt, da sind wir wieder hier im B-Mobile-Laden. Ja, und es gab eine Überraschung am Ende der letzten Folge, das zwingt uns jetzt dazu, mal zu schauen, ob wir irgendwelche Artefakte craften können, ob wir irgendwelche Verbrauchsgegenstände herstellen können. Artefakte, ich denke mal, das Berserkerrad haben wir einmal ausgerüstet und wir haben aber irgendetwas noch gekauft, nämlich jetzt gerade auch in der letzten Folge bei Morgan Freeman, glaube ich. Ich weiß aber nicht mehr genau was. Das war aber irgendetwas, was wir unbedingt brauchten, glaube ich, und was wir auch unbedingt haben wollten. War es ein Rezept? Nein, es war eine Furzkraft. Ja, Missionsgegenstände wahrscheinlich dann. Schokoladen-Erenito. Und uns fehlt Schokolade dafür, was? Das habe ich noch nie gesehen. Mit Nüssen. Ich habe noch nie Nussschokolade gesehen hier in South Park bis jetzt. Also zumindest jetzt hier nicht, in den letzten 295.000 Folgen nicht. Nein, so viele Folgen waren es nicht. Höchstens 20 Folgen hier bei uns. Das geht immer so schnell. Okay, ich höre auf zu sabbeln und wir wollten... Ja, wir können hier gar nichts... Ach, Verbrauchsgegenstände wollten wir herstellen. Nicht, wir können gar nichts, doch wir können extremes Gegengift können wir herstellen. Und das machen wir auch. Warum haben wir eigentlich so etwas? Die haben wir doch alle verkauft, dachte ich hier. Ich bin mir sicher gewesen. Ja, aber... Ach so, haben wir gar nicht. Wir haben einen von diesen runden Scheiben da. Tortillas oder was das ist? Burritos? Nein. Na, Tortilla wird wohl schon richtig sein. Ja, dann kaufen wir hier... Dann stellen wir her viel mehr... Extremes Gegengift nochmal. Da haben wir nämlich ein bisschen zu wenig davon. Auch wenn es in der Herstellung ziemlich teuer ist. Oh. Einmal noch, ja. Und dieses Wiederbelebungsserum stellen wir ebenfalls her. Ja, dann haben wir wenigstens das getan und jetzt... Nein! Warum war das denn jetzt so komisch? Ich wollte gar nicht raus, ich wollte hier. Nach Artefakten müssen wir doch gucken. Denn der nächste Gegner wird mit Sicherheit ein schwieriger. Ich erinnere mich an den ersten Teil. Gab es die auch im ersten Teil? Ich meine schon. Und ich glaube, die waren ziemlich schwierig. Okay, wir haben ein kleines neues Artefakt. Da gucken wir mal rein, was das ist. Aha, das verchromte Armband. Ja, Callgirls, besondere nur für Mädchen gedachte Belohnung. Deine Hilfe während der dunkelsten Stunden des Datenplanverlustes. Verlustes. Nein! Wollen wir das? Status-Effekt-Schaden geht runter, aber ansonsten geht alles wieder ein bisschen hoch. Vor allem die Gesundheit geht hoch, die brauchen wir doch. Okay, wir nehmen das. Das nehmen wir dann einmal. Moment mal, da haben wir aber noch mehr. Kann man das wieder scrollen und wir haben irgendwas wieder hier? Ach so, ja, Flasche mit Orgasmus-Saft. Kraftsaft. Ja, das haben wir ja nur gekauft, damit wir es haben. Das brauchen wir jetzt nicht. Zurück. Und das war's schon. Mehr können wir gar nicht anrichten hier. Da ist nichts Neues sonst. Das war's. Charakterbogen. Ja, wir können doch einen Furz lernen. Fürze. Titel. Pennerprügler. Oh nein. So einen Titel müssen sie uns andichten. Ach so, nee, den neuen können wir gar nicht lernen. Okay, liebe Welt da draußen. Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt geht's nämlich los. Und wir kämpfen hier, ja, wir können hier keine aussuchen, mit den beiden. Zwing uns nicht, den Chef zu rufen! Oh, 400 Power haben wir, 400 Gesundheit. Und du? Das sieht man jetzt nicht. Was hältst du davon? Wir betrinken uns hier hinten erstmal. Oder wie lange brauchen die, um herzukommen? Treffen wir denn überhaupt niemanden von denen?
So, den Dreifachbrand. Sagte dir schon, dass die Großgebühr entfällt? So, jetzt aber. Ach, die haben 102 gerade. Nein, die haben 500. 530, die sind stärker als wir. Du bist meine Real-Life-Heldin. Repariert mein Internet! Du kannst das doch gar nicht, dein Smartphone ist doch kaputt. Warum kämpfst du eigentlich mit? Ich finde das Signal. Alle meine Klingeltöne! Weg! Los, Mensch, wollen wir nicht unseren Vertragsbedingungen? Wollen wir sowas abkriegen? Das ist widerlich, oder? Nein, ich möchte das nicht abkriegen. Was auch immer das war. Danke, Wunderarsch. Ja. So wird das hier gemacht. Und dich schubsen wir zurück, damit du Bescheid weißt. Du schaffst das, Wunderarsch. Ja. Hab ich gemacht, hab ich. Ich will kämpfen, alle Menschen töten! Nach der Sache werdet ihr... Das habt ihr davon! Der Chef laut! Oh nein. D-Mobile Wireless. Name und D-Mobile Nummer bitte. Das gibt's doch jetzt nicht. Besiege den Krebskönig. Spezialziel, na gut. Nach der Sache wechsle ich definitiv den Netzanbieter. Wir hätten doch erstmal einen Schluck trinken sollen. Ja, Callgirl, du hast es gut, du kannst hier hinten bleiben. Wir haben unseren Human Kite gar nicht dabei. Der hilft uns doch sonst immer. Ja, alle auf den König, ja? Brutal! Ich hoffe, du hast jetzt was über offene WLAN-Verbindungen gelernt. Ich sehe nicht, warum geht nicht? Da, wir treffen keinen. Es ist schon wieder so weit, dass wir keinen treffen. Es ist schon wieder so weit, ja. Wir müssen den Manager ausschalten, bevor sie uns überrennen. Ich weiß doch. Ja, dann machen wir das anders. Wir gönnen uns hier mal so einen Schluck. Schlucken mal ein bisschen. Können wir nicht? Warum nicht? Aber das können wir doch. Wir brauchen hier mehr Verkaufskrebse. Die Yelp-Bewertung, die ich schreiben werde, wird das Ende eurer Karriere sein. Die Yelp? Yelp-Bewertung, ja, ja. Ich dachte, das wäre nur für Restaurantkritiker, aber ich glaube, die machen alles. Jetzt. Warum auch nicht? Ja, was machen wir denn jetzt mit euch hier? Das gefällt mir so nicht. Genau. Ja, das ist es. Ja, komm. Alle auf den Großen da, den Roten. Der ist unser Ziel. Primärziel. Du kannst schon mal die Umzugswagen bestellen. Name und die Mobile-Nummer bitte. Oh, was? Mobilität ist eine meiner Superkräfte. Zurück mit dir. Verflucht seien die Menschen. Bleib hier, Kunde! Ein Rabatt für dich! Nein! Nein, zwick nicht in unser Kinn! Pass auf die Scheren auf, die kneifen ganz schön! Oh, ich merke das schon. Finden wir das Passende für deinen aktiven Lebensstil! Oha! Ich kann jederzeit ein paar Internetkonten hochjagen! Ja, das kann sie wirklich. Und sie kann außerdem... Sie kann noch was. Sie kann euch hacken. Verabschiede dich von deinem guten Ruf. Der Krebskönig ist der Boss. Schaltet ihn aus. Ja, ja, doch. Oh, Moment. Ha, jetzt geht's ihm an den Kragen. Denn wir können unser Todestauchen einsetzen. Todestauchen und los. Yeah.
Dafür gebe ich einen Daumen hoch. Ja, Daumen hoch. Ich muss Mr. Connor per D-Chat sagen, wir haben versagt. Get wrecked, Arschgeigen. Viel zu spät. Wir haben gewonnen. Jawohl. Subdermale Mutation-DNA haben wir erhalten und den Charakterbogen von Callgirl. Charakterbogen und Währung $1,46 nur. Hey. Das war kein einfacher Gegner. Krebsliebhaber. Oh, danke, Callgirl. Es war echt seltsam. Sie rochen wie Krebse und küssten wie Menschen. Sorg dafür, dass mein Handy wieder läuft. Ja, klar, Callgirl. Du hast den Handyladen gerettet. Wieder einmal. Danke, aber ich habe das Gefühl, das ist noch nicht ausgestanden. Wenn's nach Krabben mieft, ruf mich an. Oh, wir können hier einsammeln. Schnell, bevor es verfällt. Benutzter Lippenstift, das sind so welche. Lippenstiftträger. Ja, war das nicht eben der Witz dabei? So, dann fangen wir mal hier vorne an bei dir. Selfie! Gerne doch! Immerhin hast du mir ein Leben als Sklave sprechender Krebse erspart. Moment mal, das hatten wir schon. Super klasse! Testen wir den Upload-Speed von D-Mobile mit einem Selfie. Okay. Super, wir sind nicht zu sehen. Wuhu! Mit meinem unbegrenzten Datenvolumen folge ich dir auf Coonstagram. Ah. Ja. Mach euch. Der ist weg. Hier vorne ist gar keiner mehr. Ich denke, ich wollte jetzt eigentlich was einkaufen hier. Klar, behalt deinen Vertrag, wenn dich verpasste Anrufe und ein lahmer Datentransfer nicht stören. Wir haben doch schon einen neuen Vertrag bei euch gekauft, aber können nichts damit machen im Moment. Gut, packen wir es an, Kunde. Ja, und mit ihm haben wir doch schon ein Selfie, oder nicht? Wuhu! Nein, Eddie! Schön! Hast du Lust auf unbegrenztes Selfie-Volumen? Der Krebsmenschengeruch hängt immer noch in der Luft. Ja, ihr solltet mal schleunigst hier aufräumen, weil das ist ja wohl nichts hier. Also für Kunden nicht gerade sehr schön. Wir bräuchten mal ein neues Kostüm so langsam. Durch den Selbstjustizler haben wir was, an das wir glauben können. Schokolade kaufen. Wo könnten wir Schokolade bekommen? Oh, hoppla. Was darf ich dir bringen, kleiner Verbrecherschreck? In den Laden, nach McDonald's rein oder nach Subway? Oh, ich mag Subway. Ja, und erstmal richtig ein fahren lassen. Nein, hier gibt's keine Schokolade. Das würde ja auch stehen hier. Missionsgegenstand oder so etwas, oder? Hier steht doch nichts. Irgendwas im Magen kommt sowieso alles zusammen. Ja, aber doch nicht über die Zunge muss das alles zusammengehen. Bis dann. Nee. Ja. Wo könnte es denn sonst noch Schokolade geben? Bei Tweaks? Kaffee, Kakao? Tee, Schokolade? Was ist das hier eigentlich? Second Hand. Ja, wir müssen ja jetzt nicht überall nochmal reingehen. Oh, Moment, aber die haben doch bestimmt Stoff und sowas. Sieh dir die neuen Sachen an, bevor die alten sie beschmutzen. Wow, hast du dein komplettes Outfit hier gekauft? Nein, niemals. Oh, was ist denn das? Ein Artefakt, ein Kriegswelpe? Ja, jetzt lass uns mal nicht durchdrehen hier, oder?
Das ist ziemlich teuer. 92. Plus 10% kritischer Trefferschaden und plus 5% Bonus verbündeten Gesundheit. Kriegswölfe. Ultra seltene Haibo-Variante. Von 1998. Mit programmierbarer Darmtätigkeit wurde speziell geschaffen, um lähmenden Sammlerneid in Gegnern zu wecken. Sammlerneid in Gegnern zu wecken. Ja, wir, keine Flecken. Wir probieren das mal. Und den hier nur, damit wir ihn haben. Den konnten wir uns ja letztens irgendwann mal nicht leisten. Ja. Lass das lieber mal desinfizieren. Warum kaufen wir eigentlich hier ein, wenn der so etwas immer sagt? Das solltest du noch mal waschen. Da waren wir zu schnell jetzt. Blitzmaske, haben wir die nicht schon? Nein, ich glaube nicht. Gute Wahl, keine Flecken. Ich werd verrückt, jetzt echt. Ihr habt hier noch so ein Rezept für den nekrotischen Götzen? Du kannst es jederzeit für einen Bruchteil weiterverkaufen. Hey, ihr habt ja richtig coole Sachen hier. Mr. Hanky-Browser, so einen hätte ich auch gerne. Das solltest du nochmal waschen. Missionsgegenstand sogar. Also das müssen wir uns hier irgendwie jetzt leisten. Irgendwas verkaufen wir dann auch, damit wir das kriegen. Darf ich mal weiter? Ja. Ah, wir machen das lieber mit den Pfeiltasten. Wir machen es lieber mit den Pfeiltasten. Ja, ja. Wer drauf furzt, muss es kaufen. Ein Fonny-Videorekorder, das ist ja cool. IP3, MP3-Player. Mhm. IP? IP. Läuseverseuchte Haarbürste. Ja gut, jetzt haben wir doch, was wir wollten. Die Herbstmode ist da, von 1998. Wir haben 34 Dollar noch. Wir brauchen 75. Nein. Nein. Vielleicht. Nein! Falsche Taste. Das war ein anderer Titel, wo man die E-Taste zum Verkaufen oder Kaufen drücken darf. Wo waren wir denn gerade stehen geblieben hier? Wer drauf furzt, muss es kaufen. Nein, 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 nein. Ja, ja, genau, das hier. Verkaufen, so. Es darf ja ruhig ein bisschen mehr sein, oder? Ja. Moment, hatten wir das hier schon, Mr. Hanky-Bausatz? Ja, im Inventar einmal. Hey, wo ist denn das jetzt? Ach so, wir können mit Q umschalten nochmal. Ja, nekrotischer Götze-Rezept. Lass das lieber mal desinfizieren. Kein Problem. Hey, ihr habt überhaupt gar keinen Stoff. Komm wieder, wenn du Lust auf Sloppy Seconds hast. Ah, ich weiß nicht. Das ist aber für ein Second-Hand-Ding ganz schön teuer gewesen. Ja, ganz schön teuer gewesen. Was ist denn hier los? Sag doch mal, was hast du zu verkaufen? Wo ist dein Stoff? Stoff wollen wir gerne haben. Wir haben gerade neue gebrauchte Unterwäsche im Angebot. Ja, und die passenden Socken dazu, bitte. Alle Käufe ohne Garantie. Danke fürs Einkaufen bei Sloppy Seconds. Ach, da drin hätten wir uns umziehen können. Na, zu spät. Wollen wir uns denn jetzt wirklich schon umziehen? Ich glaube, wir sollten erstmal ein bisschen was herstellen hier. Oh, das können wir gar nicht herstellen. Was ist das denn Seltsames hier? Das finden wir doch. Beschafft die Zutaten. Was ist das denn? Ich weiß ja nicht, was das ist. Es sieht aus wie Bohnen oder so etwas vielleicht. Zwei Schüsseln Bohnen.
Schade. Und Missionsgegenstände, dann haben wir das doch nicht gekauft. Nein, scheinbar nicht. Mr. Henke wollte ich zusammenbasteln außerdem. Das ist ja merkwürdig jetzt. Sind wir denn im Crafting-Menü? Ja, wir sind im Crafting-Menü. Okay, Pfeilmaus zur Seite und runter mit den Pfeiltasten. Was ist denn dieser Mr. Hanky-Bausatz? Haben wir den echt nicht gekauft? Wir sind's auch. Willst du was verkaufen? Den Kriegswelpen haben wir doch gekauft. Ja, aber den Mr. Hanky hat er gar nicht mehr. Doch, da unten ist er. $10. Und wir haben gar keine $10 mehr. Och, Biogefahren. Oh, da haben wir jetzt aber auch nicht mehr viel. Dann lieber ein bisschen Schrott. Verkaufen wir das mal lieber. Oh nein. Ja, yippie! Das beliebte Spielset zum Selberbauen ist zurück. Um eine neue Generation von Craftern zu inspirieren, dient auch als Zutat für den nekrotischen Götzen. Ach so! Du kannst es jederzeit für einen Bruchteil weiterverkaufen. Für einen Bruchteil. Danke fürs Einkaufen bei Sloppy Seconds. Ja, vielen Dank dann. So, Smartphone auf und dann geguckt. Können wir immer noch nicht craften. Was war das denn jetzt für ein Geräusch gerade? Haben wir das immer, wenn wir hier reingehen? Ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen. Nee, deswegen. Wir haben den eigentlich zweimal. Dafür brauchen wir den. Ich wollte den ja zusammenbasteln eigentlich, Mr. Henke Bausatz. Na, darum haben wir ihn nicht gesehen vorhin. Wer weiß, wo wir die Schokolade herbekommen. Aus Kanada vielleicht. Wie dem auch sei, die Folge ist am Ende und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.